Hallo, hier ist Katja von Pott mit Bringse. Heute zeige ich euch, wie ihr die Mädchenunterhose vom letzten Video zu einem Trainerhöschen aufrüsten und dafür passende Einlagen nähen könnt. Bitte verwechselt diese Trainerhöschen nicht mit Windeln. Sie sind dafür gedacht, bei Kindern, die gerade trocken werden, kleine Unfälle zu verhindern, wenn der Weg zur Toilette doch etwas länger als gedacht ausfällt. Es ist theoretisch auch möglich, die Einlagen für gekaufte Unterhosen zu nähen. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber ich wüsste auch nichts, was dagegen spricht. Ihr könnt mir ja gerne berichten. Ihr benötigt Folgendes: etwas Papier, einen Stift, eine Papierschere, wasserdichten Windelstoff, einen saugenden Stoff wie zum Beispiel Bambusvliesfrottee, einen Stoffmarkierstift, eine Stoffschere, Stoffklammern, eine passende Unterhose, Powerdots, Druckknöpfe und das Werkzeug zum Anbringen der Druckknöpfe. Ihr faltet das Papier einmal auf die Hälfte. Dann nehmt ihr die Unterhose und dreht diese, sollte sie wie bei mir eine Unterhose mit Bündchen sein, auf links und steckt die Bündchen nach innen, sodass nur der Jerseystoff zu sehen ist. Danach legt ihr die Unterhose einmal mit Vorder- und Hinterseite komplett auf das Blatt Papier, um Anfang und Ende der Einlage zu bestimmen. Bei mir passt die Breite des Blattes perfekt, sodass ich Anfang und Ende nicht markieren muss. Anschließend nehmt ihr die Unterhose erneut, legt diese zur Hälfte auf das Blatt und macht eine Linie entlang des Zwickels der Unterhose. Dieser Bereich wird die schmalste Stelle eurer Einlage werden. Danach zeichnet ihr freihand Vorder- und Hinterbereich der Einlage auf das Blatt. Hier seid ihr in der Breite und Form der Einlage sehr flexibel und könnt euch ausprobieren. Ich habe mich entschieden, die Form noch etwas schmaler als zunächst gezeichnet zu machen. Anschließend schneidet ihr euch die Schnittvorlage aus. Jetzt schneidet ihr die Einlage aus je einem wasserdichten und einem saugfähigen Stoff zu. Der wasserdichte Stoff ist bei mir ein pullbeschichteter Windelstoff. Als saugfähigen Stoff habe ich mich für einen Bambusvlies-Frottee-Stoff entschieden, welcher speziell für die Einlagen von Stoffwindeln gedacht ist. Die Links zu den Stoffen findet ihr unten in der Infobox. Nun nehmt ihr noch einmal die Schnittvorlage und macht ungefähr 2 bis 3 cm vom Rand entfernt jeweils im Vorder- und Hinterbereich der Einlage eine Markierung. Diese Markierung übertragt ihr anschließend auf den wasserdichten Windelstoff, um an diese Stelle einen Druckknopf anzubringen. Bevor ihr den Druckknopf anbringt, kontrolliert ihr noch einmal, dass der Ring des Druckknopfes auf der beschichteten Seite, die später im Inneren der Einlage sein soll, und die Knopfseite auf der jerseyartigen Seite des Pullstoffes landet.
Danach könnt ihr, um sicherzugehen, dass durch den Druckknopf keine undichte Stelle entstanden ist, noch etwas Nahtabdichtband auf den Ring des Druckknopfes kleben. Bevor ihr nun die beiden Stoffe zusammennäht, schaut ihr, welche Seite des saugenden Stoffes ihr außen haben möchtet. Bei mir hat der Stoff eine Frottee- und eine Fließseite. Ich habe mich entschieden, dass die Frottee-Seite nach außen kommt und somit die Haut meiner Tochter berührt. Jetzt steckt ihr beide Stoffe mit Stoffklammern fest. Bitte verwendet wegen des wasserdichten Stoffes keine Stecknadeln. Und einmal ringsherum nähen. Ich habe mich für das Nähen auf meiner Overlock-Nähmaschine entschieden, da die Naht sichtbar sein wird. Ihr könnt aber auch den Zickzack oder einen anderen dekorativen Stich auf eurer normalen Nähmaschine auswählen. Die Einlage ist jetzt fertig. Auf der einen Seite der Einlage haben wir die Rückseite des wasserdichten Pullstoffes mit den beiden halben Druckknöpfen und auf der anderen Seite die saugende Frottee-Seite. Damit ihr bzw. eure Kinder die Einlage nutzen könnt, müsst ihr nur noch die andere Hälfte der Druckknöpfe an der Unterhose anbringen. Damit der einlagige Jerseystoff durch den Druck beim Öffnen des Knopfes nicht reißt, gibt es diese Power Dots von Briem. Diese werden auf der linken Stoffseite an der Stelle, wo der Druckknopf befestigt werden soll, aufgebügelt. Hierzu legt ihr die glänzende Seite der Power Dots auf den Stoff auf und bügelt dieses nun mit hoher Temperatur fest. Danach bringt ihr wie gewohnt die Druckknöpfe an. Die Power Dots bleiben im Inneren sichtbar, auf der Außenseite der Unterhose sind sie jedoch nicht zu sehen. Jetzt könnt ihr die Einlage in der Unterhose befestigen und fertig ist das Trainerhöschen. Dadurch, dass die Einlage nicht mit den Unterhöschen fest vernäht ist, könnt ihr auch mehrere von ihnen nähen und sie nach kleinen Unfällen auf dem Weg zur Toilette problemlos wechseln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über euer Feedback freue ich mich sehr. Wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, aktiviert die Glocke und hinterlasst mir gerne ein Abo. Wenn ihr Lust auf mehr kreative Ideen habt, dann schaut doch auf meinem Blog www.pottmitbringsel.de oder auf meinem Instagram-Profil Pott mit Bringsel vorbei. Ich freue mich. Dankeschön.